Herr Minister Pegel, worauf legt Ihr Ministerium die Schwerpunkte bei der Zukunftsarbeit? Bei der Zukunftsarbeit in unserem Energie-, Infrastruktur- und Digitalisierungsministerium ist es vor allen Dingen die Digitalisierung, aber auch die Energiewende. Und im Digitalisierungsbereich treibt uns vor allen Dingen die eigene Digitalisierung um. Also wie kriege ich möglichst alle Verwaltungsdienstleistungen in den nächsten Jahren in Computer? Wir sind ein ländlich geprägtes Bundesland, ganz dünn besiedelt. Da macht es schon einen Unterschied, ob ich 40 Kilometer für eine Führerschein-Nachtragung oder für eine Parkkarte ins nächste Zentrum fahren muss. Wenn wir das in den Rechner kriegen, wir toll. Und das Gleiche gilt auf der Gesundheitsseite auch. Wir sind sehr dünn besiedelt, haben immer weniger niedergelassene Fachärzte. Da ist die Chance, die in quasi einer Digitalisierung von Gesundheitsdienstleistungen liegt, groß. Um es nicht missverstanden zu wissen, der Arzt wird nicht ersetzt, sondern nur ergänzt und unterstützt. Aber das hilft auch unserem ländlichen Raum, wenn gewisse Überwachungen auf die Distanz stattfinden könnten und die Patienten nicht ständig in die Stadt müssen. Bitte beschreiben Sie Aktionen als Meilensteine auf diesem Weg. Es gab zwei wesentliche Meilensteine, die uns in den letzten 5 Jahren vor allen Dingen umgetrieben haben. Auf der einen Seite, durch die dünne Besiedlung des Bundeslandes ist die Breitbandinfrastruktur ziemlich schwach ausgeprägt. Wir haben also mit erheblicher Bundes- und Landesförderung gut 1,8 Milliarden Euro, die wir jetzt in den nächsten 3 bis 4 Jahren investiert haben werden, Glasfaser quasi in den ländlichen Raum zu bringen. Und damit werden wir nahezu auch jedes Dorf erreichen. Und auf der anderen Seite hat uns sehr umgetrieben, dass wir Startups, wenn wir denn schon Breitband an den ländlichen Raum bringen, auch Startups stärker unterstützen. War immer so ein bisschen an den Hochschulstandorten, von denen haben wir 5 im Lande, das Gefühl, ich muss eigentlich nach Berlin oder Hamburg gehen, wenn ich eine tolle Idee habe. Und genau da würden wir sie gerne abholen. Wir haben an den Hochschulstandorten gerade in Gründung befindlich sogenannte digitale Innovationszentren. So ein bisschen Hubs, die einsammeln, diejenigen, die sagen, ich habe eine gute Idee, würde aber gerne an die Hand genommen werden. Und auf der anderen Seite, die schon länger da sind, unsere Traditionsunternehmen, die manchmal noch keine richtig gute Idee haben, was mit ihrem Geschäftsfeld eigentlich passiert, wenn Digitalisierung jetzt wirklich kommt, die auch reinzuholen und denen so ein bisschen über diesen Kontakt mit ganz jungen Gründern ein Gefühl zu geben, was auch in ihrem Geschäftsfeld passiert. Wo sehen Sie denn Ihr persönliches Engagement? Was ist Ihnen persönlich wichtig bei all diesen Aktivitäten? Bei den Aktivitäten ist mir insbesondere das Digitalisierungszentrenprojekt besonders bedeutsam. Gleichermaßen die Unterstützung der Traditionsunternehmen, also die Wirtschaft, die wir schon haben und die, die wir erst kriegen wollen, fit zu machen und dabei möglichst viele auch digitale Geschäftsmodelle aus diesem Land entstehen zu lassen. Und dann ist dieses dünn besiedelte Land für all das besonders prädestiniert, was im ländlichen Raum stattfindet, also in der Fläche, und was mit Gesundheit im ländlichen Raum stattfindet. Das sind die beiden Hauptschwerpunkte, die wir momentan bearbeiten. Und die Awardverleihung an einem Hackathon hier in Greifswald an einem Sonntagnachmittag zeigt Ihr Engagement. Das zeigt vor allen Dingen erstmal das Engagement ganz vieler, die am Hackathon teilgenommen haben. Und da ich meinen Wahlkreis in Greifswald habe, ist mein Weg ein Tick kürzer. Und ich freue mich trotzdem darüber, dass ich am Sonntag dafür herkommen darf.